Okay. Ich habe was gefunden. Aus irgendeinem Grund muss ich jetzt absichtlich den Aufnahmetreiber wählen oder sowas. Vorher war das auf automatisch. Jetzt macht es einen ganz hässlichen gelben Rahmen um alles, was ich nehme herum. Aber es sah so aus, als wenn es, ja, als wenn es am Ende ankommt. Schließe mal hier noch die anderen Programme. Ja, jetzt habe ich hier, das seht ihr nicht, ganz hässlichen gelben Rahmen um das Spiel rum. Damit ich weiß, dass da gerade aufgenommen wird. Dass mein Bildschirm aufgenommen wird. Dass ich nicht aus Versehen was aufnehme. Aber das ist leider auch nicht schön. Ich weiß das doch. Dass ich gerade was aufnehme und ins Internet übertrage. Okay, ja gut, dann hat das Spiel jetzt eben einen ganz hässlichen, dicken, gelben Rahmen außenrum, aber ihr seht alles, oder? Also, Tyrawal, du siehst alles. Yes, sehr gut. Okay, also noch eine knappe Stunde. Willkommen zurück zu Jagged Alliance 2.1.13. Okay, vielleicht nochmal kurz zur Situation, in die wir hier geraten sind beim letzten Mal. Ich hatte Grum zu Ende erobert, wollte mich, glaube ich, so langsam dran machen, hier die Sachen aufzusammeln. Aber dachte mir, okay, ich verarzte erstmal die Verletzten. Da hat ja Chris was abbekommen und ich glaube, Grizzly? Anscheinend, ja, der andere ist, glaube ich, schon geheilt gewesen. Genau, und währenddessen sind Flo, Biff und Alex weiter auf dem Weg gewesen Richtung tatsächlich diesem Sektor, wo sie noch ein paar Sachen, Gegenstände aufheben sollten, weil da liegt noch ein bisschen Loot rum, um dann weiter nach San Mona zum Verkaufen und dann Richtung Grum, um Milizen zu trainieren, zu gehen. Aber sie sind in eine kleinere Patrouille geraten. Das waren ursprünglich 8 Gegner, es sind jetzt noch 7. Und es ist trotzdem eine enorme Herausforderung für die drei, die halt wirklich richtig schlecht in der Treffsicherheit sind und auch in den anderen Fähigkeiten. Und von daher dachte ich mir, okay, ich nutze hier heute noch 2 Stunden, um vielleicht diesen Kampf hier zu Ende zu führen, wo ich wahrscheinlich sehr viel neu laden und speichern muss. Ich sehe hier wirklich keine andere Möglichkeit, um das irgendwie mit denen zu schaffen. Die haben halt auch eine nicht besonders gute Ausrüstung. Und von daher, ja, geht eigentlich nur, entweder man flieht oder man versucht es durch Laden und Speichern. Wenn die drei unten in Grum sind und eine bessere Ausstattung haben und bessere Waffen haben, dann kompensiert das vielleicht ihre Fähigkeiten oder ihre bisher nicht vorhandenen Fähigkeiten, nicht ausreichend vorhandenen Fähigkeiten, was den Kampf angeht, weil sie sind ja eigentlich nicht für den Kampf gedacht, sondern tatsächlich als Support, um die anderen zu unterstützen, um Sachen zu transportieren, um Milizen auszubilden. Genau. Ja, und das war der Plan für heute. Ich versuche diesen Kampf hier noch zu beenden und ich hoffe, das schaffen wir jetzt noch in der verbleibenden knappen Stunde. So, ich hoffe, euch geht's allen gut. Wetter ist wieder ganz wunderbar hier bei uns in Potsdam. Wobei man sagen muss, jetzt wäre, glaube ich, mal wieder Regen angesagt. Vielleicht heute Nacht, das wäre gut. Genau, für die Pflanzen, dass das alles so schön grün bleibt, aber es sieht nicht danach aus, als sollte es regnen.
Genau, es sieht ja jetzt im Moment alles sehr schön aus. Wir haben eine tolle Temperatur, es ist alles grün und saftig. Nur habe ich wieder Angst, dass es diesen Sommer wieder ganz, ganz trocken und schlimm wird, so wie die letzten Sommer, wo alles irgendwie vertrocknet ist. Naja, schauen wir mal. Okay. Geht's dir gut, Thürerbe? Geht's den anderen gut, die vielleicht noch zuschauen? Flo, du siehst diesen Gegner. Flo hat auch noch Aktionspunkte. Nicht besonders viele, aber die hat eh nicht besonders viele. Mal hier so ein. Ja, habe ich auch gehört, Tyrawald. Das könnte übel werden. Wenn es dann wirklich so heiß wird, wie befürchtet, dann hoffe ich, das wird zumindest nicht allzu trocken. Also, dass dann auch Wasser runterkommt. Wenn es dann schon so heiß ist. Badebiff. Hoffe, der sieht Flo nicht. Weil Flo konnte ich leider nicht mehr hinsetzen. Er hat sich nach hinten begeben. Flo sieht weiterhin den dort und sie hat anscheinend nur noch einen Schuss in der Waffe. Okay. Ja, Rollo runter, Tyrawai. Das ist lustig. Also die Fragezeichen unten auf der Waffe, diese hier unten, die besagen eigentlich, dass sie nicht mehr weiß, wie viele Schüsse sie jetzt noch hat, weil sie ja aus Versehen mehr abgeschossen hat, als sie wollte. Und also sie weiß es halt nicht. Aber ich sehe halt über die Anzeige hier, dass sie eigentlich nur noch einen Schuss abschießen kann. Und das würde ich sagen, bedeutet, sie hat nur noch einen Schuss. Dass ich als Operator das noch weiß, ist lustig, weil sie es nicht mehr weiß. Genau, das ist auch so eine Neuerung, die da bei 1.13 dann dazu kam, dass sie eine gewisse, ja, auch über irgendeine Fähigkeit müssen sie verfügen, dass sie das sich besser merken können, beziehungsweise mitzählen können, wie viele Schüsse sie gerade noch haben. In meine Waffe fehlen Kugeln. Das war zu erwarten, Flo. Aber dieses Mal kann ich sie hinlegen. Mit Alex sehe ich den nicht. Mit Biff hoffentlich. Ja. Halt leider nicht in Reichweite. Kann es nochmal mit der Colt-Kommando versuchen. Hast du ein Rollo oder eine Jalousie im Büro? Ich kann bei mir hier die Markise runter machen. Das hilft auch. Sie müsste sich drehen. Das kann sie nicht mehr. Das kann sie nur wirklich nicht mehr. Hilft nur bedingt. Schade, der sah so gut aus. Jetzt hat sie noch die Nase oben. Das ist nicht gut. Da reicht jetzt vielleicht. Ne, reicht leider nicht. Die Reichweite für die Pistole. Was ist mit der dicken hier? Auch nicht. Mit der Walter besser schießen? Ah, da kann er noch näher ran zielen. Ah, versuchen wir es. Nope.
Das ist eine unmögliche Ziel. Das ist schön. Sie sieht wahrscheinlich nur den Kopf. Ich glaube nicht, dass ihr da was trifft. Zumindest ein bisschen Unterdrückungsfeuer gestreut. So. Also ich, genau. In meinem Homeoffice geht es schon. Da hätte ich mich doch beinahe verletzt. Aber es wird hier schon recht warm auch. In der Wohnung. Muss man sagen. Da muss ich dann immer drauf achten im Sommer. Dass wir die... Jetzt wird's hier schon übel, ja? Kommen immer mehr Gegner. Dass wir über Nacht die Fenster aufmachen und am nächsten Tag dann eben wieder zumachen. Dass es immer über Nacht auskühlt und man gleichzeitig halt mal wieder laden. Oder das erste Mal heute. Dass man immer wieder das mitnimmt sozusagen. Dass es über Nacht kühler wird. Und dann halt alles verrammeln. Und alles dunkel machen. So dunkel wie möglich. Jalousien, Gardinen, alles. Alles abdichten. Sozusagen. Und dann geht's. Alarm! Das ist jetzt eigenartig. Jetzt muss ich tatsächlich nochmal neu laden, weil der hier so nah ist. Das ist ja höchst kritisch. Moment, hoffentlich kann er mit seiner Pistole da... Ah ja, das hat nur 19 AP. 23, da müsste ich ja nochmal hinlegen können. Okay. Ach so. Ja, stimmt. Stimmt, das ist ja gar nicht der richtige Ladepunkt. Ich muss ja STRG-L machen und dann nicht aus dem Quicksave, sondern aus dem Stream-Speicherstand laden. Leg ihn halt um. Hi Burst. Ja, genau. Der ist ja schon wieder abgezogen. Das war der falsche Speicherstand, den ich da gerade geöffnet habe. Und daran lag's. So, Flo, schieß mal nicht zu viel. Schieß mal nur mit einer Kugel. Hey, bravo. Geschafft, den Finger nicht zu sehr drauf zu legen. Gut. Dann sind wir wieder an dem Stand von vorhin. Und versuchen das nochmal. Hier hat er, glaube ich, eine bessere. Genau, bessere. Aber das. Da hat er jetzt nicht mehr genug Aktionspunkte für. Ja. Hilft ja dann auch nicht. Oh. So, vielleicht sollte ich jetzt mal den Quicksave-Slot nutzen. Ah, okay. Und dann guten Morgen, Burst. Das ist ja schön, wie die da alle zusammenhocken. Da müssen wir ja eigentlich mal die Möglichkeit nutzen, auch den das Dauerfeuer hier hineinzubringen. Aber oh, das wäre schon schön, wenn ich das so abschießen könnte, aber dann ist Biff, glaube ich, in der nächsten Runde hinüber. Das heißt, man müsste
Es mit einem ungezielten Schuss versuchen oder mit ungezielten Schüssen versuchen, aber dafür oder weniger gezielten. Oh, ja, toll. Biff steht. Naja, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Da war ein zufälliger Kopftreffer dabei. Das war natürlich gut. Aber wenn er sich am Ende nicht mehr hinlegen kann. So, gleiches Problem bei Alex, aber es reicht noch mit dem Hinlegen. Ja, bei Flo würde das auch nicht mehr gehen. Wie viele Aktionspunkte? Die hat wenig Aktionspunkte. Nehmen wir mal die MAC-10. Okay. Damit hat sie sich dann aber auch in die Gefahr manövriert. Glück gehabt. Glück gehabt. Nie ohne Granate aus dem Haus gehen. Ja, das ist die guten Morgen. Der guten Mo gute Morgenspruch, ne? Bevor man zur Arbeit geht, erstmal Granate in den Rucksack. Tatsächlich, das ist ja hier meine Nachschubtruppe Burst. Die sollen ja eigentlich nur hinterherkommen, um dann Milizen zu trainieren. Dummerweise können die halt nix. Und die haben auch keine Granaten. Also, ja. Blöd. Oh, Flo. Sehr schön. Ja, diesmal mit zwei Schüssen. Davon bleibt dann nicht mehr viel übrig. So, und da kann ich das Dauerfeuer wieder ausmachen. Yes. Einer weniger. Einer weniger, auch nicht mehr genug Aktionspunkte. Können wir jetzt erstmal akzeptieren, würde ich sagen. Können wir das? Flo hat medizinische Fähigkeiten. Und auch Biff. Ich speichere das jetzt mal in dem Stream-Slot. Nee, ich muss zweimal speichern. Ich habe es jetzt im Stream-Slot gespeichert. Dann muss ich nochmal den Quicksave laden. Ja, dann lade ich nochmal den Quicksave. Speichere den jetzt. In der Übernachtung. Als unverletzt. Und lade jetzt diese verletzte Stelle und gucke, ob ich damit hinkomme. Dass Alex jetzt zwar eine Verletzung hat, die ist jetzt ja noch nicht so dramatisch. Genau. Dafür hat sie den erledigt, gerade eben. Muss jetzt definitiv wieder runter. Das kommt mit der Waffe nicht hin. Dann lieber die kleine Pistole. Ah, der war doch ganz gut, der Schuss. Okay, Biff muss jetzt seine Aufmerksamkeit nach Süden richten. Da ist dann die Waffe außer Reichweite.
Naja, der war ungefähr 5 Meter an dem Gegner vorbei. Nicht schlecht, Biff. Herr Flo, schieß hier mal ein bisschen was rein. Hat zwar mehr Schüsse als beabsichtigt gefeuert, aber ja, das hat dem vielleicht ein bisschen Angst gemacht. Der Gabelstaplerfahrer hatte ein Feuerzeug, das sah aus wie eine Granate. Geil. Ja. Ja, da kriegt man erstmal ein komisches Gefühl, würde ich sagen. Wenn da so eine Granate auf einen zurollt. So, Flo. Gib mal Gas, hau mal alles rein. In meine Waffe fehlen Kugeln. Glückwunsch, du hast das Magazin geleert und Treffsicherheit gewonnen. Das hast du 40. Wow. Oh, der ist aber nah. Der ist aber nah. Okay. Das kann jetzt gut sein, weil ich den vielleicht direkt erledigen kann. Kann aber auch ganz schlecht sein, weil der ist zwar nah und ich kann ihn vielleicht erledigen, wenn sie dann treffen sollten. Aber ja, der andere halt auch nicht ungefährlich. So, triff einfach, okay? Oder soll ich eine Pistole nehmen? Und viele kleine Schüsse machen? Viele ist gut. Zwei. Ein eigentlich nur. Weil jetzt muss sie wieder runter. Also irgendwie braucht sie 9 AP zum Hinlegen. Manchmal brauchen sie mehr, habe ich so das Gefühl. Der hat ja gar nicht. War klar. War klar. Ja. Habe ich den Quicksave-Slot nicht überschrieben? Habe den Quicksave-Slot nicht überschrieben. Jetzt überschreibe ich ihn. Beim nächsten Mal lädt er die verletzte Alex. Ja, das ist die Frage, ob dann ein Sicherungsbügel überhaupt dran ist an so einer so einem Feuerzeug. Wahrscheinlich ja nicht, oder? Toll. Sehr gut, sehr gut. So, dann vielleicht auch einfach mehr Schüsse. Jetzt konnte er sich mit 8 Aktionspunkten hinlegen. Weiß auch nicht. Aber so viel Angst, dass er sich hinlegt, bekommt er nicht. Okay. Das ist insofern gut, dass ich ja jetzt einen weniger als Gegner habe. In meine Waffe fehlen Kugeln. Dieses Mal hat Flo nicht getroffen. Hätte sie wieder getroffen, wäre ihre
Trefferpunkte, werden ihre Trefferpunkte gewachsen. Hat sie aber nicht. Moment, ich habe gerade eben gespeichert. Ich lasse Biff. Biff lasse ich. Vielleicht lasse ich Biff zuerst schießen. Bevor der sich hinlegt. Genau. Ach, Biff. Jetzt kann er sich nicht mehr hinlegen. Nicht cool. Jetzt hau ich nochmal das ganze Magazin auf ihn. In meine Waffe fehlen Kugeln. Vielleicht sollte ich hier hinschießen. Am Ende kriegt er ganz viele Treffer ab. Er hat eine Granate dabei. Wie schön. Hat auch den Bügel entfernt. Und wieder genau das gleiche Problem. Dann ist die Frage, ob die KI wieder auf die Idee kommt. Soll ich es mal versuchen? Dies mit Flo hier hin. Achso, da kann sie nur ungezielt, weil da nichts zum Zielen ist, oder was? Dann müsste das ja auch zu ihm schwenken. In meine Waffe fehlen Kugeln! Das sah ziemlich gut aus. Das sah an sich ziemlich gut aus, aber es ist nicht ganz... Ja. Bleib dabei. Das kriegen wir ja noch hin. Ach, ich Idiot. Ich kann ja bei der Waffe einstellen, ob die ein Autofeuer macht oder nicht. Das ist ja nicht nur den Trigger da durchdrücken. Okay, Flo, versuch nochmal vielleicht hier so. Da mal, ne? Warum kann sie jetzt nicht mehr? Komisch. Das ist eine unmögliche Ziel. Weil das eine unmögliche Ziel ist, ach so. Also sie muss wahrscheinlich was sehen, also sie den Punkt sehen. Auch nicht. Das ist eine unmögliche Ziel. Ja, schießt trotzdem. Mein Angst ist erwacht. Ich fürchte mich vor dem Sterben. Okay, er hat dieses Mal keine Granate geworfen. Bei diesem Schuss bin ich mir aber nicht allzu sicher. Mein Angst ist erwacht, ich fürchte mich vor die Sterben. Wie viele Schüsse die hier einfach so
das in Reichweite? Nee, ist auch nicht in Reichweite. Ach, ich weiß auch nicht. In meine Waffe fehlen Kugeln! Jetzt geht's wieder, komischerweise. Okay. In meine Waffe fehlen Kugeln! Hier so? In meine Waffe fehlen Kugeln! Die gingen alle über ihn drüber, oder wie? Ja, ist ja auch irgendwie sinnlos, wenn die daneben gehen. Also in dem Sinne daneben gehen. Ich versuch's nochmal. Meine Waffe fehlen Kugeln. Ein guter Schütze würde ja an der Stelle dann in den Boden reinschießen, da wo ich hinziele. In meine Waffe fehlen Kugeln. Das hat ihn zumindest schon mal zum Ducken gebracht. Kann er mal näher versuchen? Dort so? In meine Waffe fehlen Kugeln. Dass die Waffe noch irgendwie hochzieht. Das ist eine unmögliche Ziel. Ja, jetzt. In meine Waffe fehlen Kugeln. Tja. Ja, ich weiß auch nicht. Gut, versuchen wir mal weiter richtig, weil das mit dem Rumprobieren bringt nichts. Würde ich sagen. AP verwende ich dann nicht drauf. Das heißt, es wird weiter probiert zu treffen und gehofft, dass der Gegner eben nicht trifft. In meine Waffe fehlen Kugeln! Okay. Geht das mit einer Pistole? Nicht mit der, die hat Reichweite 15. Vielleicht mit der dicken? Auch nicht. Versuchen wir es hiermit. Sieht ja den anderen nicht mehr. Gut. Und Flo wartet mal darauf, dass der hier wieder aufsteht und bekommt hoffentlich eine Unterbrechung, was sie aber bestimmt nicht bekommt, weil sie zu schlecht ist. Gesagt, getan, hat keine Unterbrechung bekommen, aber wir haben einen kleinen Fortschritt gemacht, weil die Gegner angeschossen wurden.
ein Gegner angeschossen wurde. Und Flo macht einfach wieder hier Unterdrückungsfeuer. Was hat er gesagt? Steht leider nicht im Log. Ich konnte es nicht so schnell lesen. Das war wieder so schnell weg. Auf den Kopf. Und so kann ich mit Biff wieder umschwenken auf den hier, weil der andere ist weiter weg. Und jetzt entscheidet er sich nicht mehr dazu. Eine Granate zu werfen. Ich hoffe, es bleibt dabei. Und wir leben noch. Haben wir was getroffen in der letzten Runde? Nee, ne? Also der im Status schlecht war, ist gegangen. Wahrscheinlich um sich zu verbinden oder so. Mein Angst ist erwacht. Ich fürchte mich vor dem Sterben. Der sah soweit ganz gut aus, der Schussversuch. Oh, da kommt er zurück. Ist inzwischen sogar auf kritisch. Alex sieht ihn auch. Na dann. Mein Angst ist erwacht. Ich fürchte mich vor dem Sterben. Gut, Flo. Dann versuchen wir mal von hinten zuerst. Obwohl der jetzt in Reichweite ist, keine Chance. Der ist immer noch stark. Ich habe wieder das ganze Magazin drauf. Okay. Hat Angst bekommen. Ja. Oh, nicht mehr genügend Aktionspunkte. Oh Gott. Aber er sieht ja Flo eh schon und trifft nicht. Der sah auch sehr schön aus, aber war wohl leicht daneben. Und das hat ihm wieder Angst gemacht. Er kommt noch näher. Okay. Ich speichere an der Stelle nochmal. Nee, Alex sieht niemanden. Dann nehme ich den Speicherstand, lade ihn nochmal neu und ziele mit Alex mal auf die Stelle, falls er hochkommen sollte. Ich weiß nicht, ob Biff jemanden sehen kann. Biff sieht auch niemanden. Gut, dann mache ich mit ihm das Gleiche. Alex zielt ja eigentlich schon. Biff visiert das Ziel auch an. Und Flo. Damit Flo halt hinter das Eck gehen. Ich speichere mal an der Stelle nochmal. Und versuche erstmal nur
einen Schuss abzugeben. In meine Waffe fehlen Kugeln! Mhm. Okay, der kommt nicht hoch. Dafür kriegt Alex eine Unterbrechung mit dem da hinten. Den ignorieren wir jetzt einfach. Nachladen und nächste Runde. Uff, sowas macht mir doch keine Angst. Das ist gut. Das ist gut, Biff. Geht mir dafür langsam aber auch die Munition aus. Ach, stimmt nicht, da hinten ist noch mehr. Meine Angst ist erwacht. Ich fürchte mich vor dem Sterben. Es kann nichts passieren, Flo. Wirklich, es ist super safe. Und niemand bekommt eine Unterbrechung. Er steht auf, ist in Zielweite von Biff oder in Sichtweite von Biff und Alex und niemand bekommt eine Unterbrechung. Ja, so ist das bei schlechten Söldnern. Ich bin mir nicht sicher, bei welchen welche Fähigkeit sie haben müssen. Dass sie eine Unterbrechung bekommen. Wird ja auf Geschicklichkeit tippen. Davon hat ja Alex gar nicht so wenig. Und jetzt hat sie einen Punkt mehr Treffsicherheit. Gehaltskürzung. Ja, die kriegt ja schon nix. Die kriegt ja schon nix. Kann ich nicht mehr kürzen. Biff und Flo, die kriegen Gehalt. Ja, super. Alle daneben. Das ist eine unmögliche Ziel. Dann schieß auf seinen Kopf. Wird ja wohl kein Problem sein. Ja. Da. Da hätte ich mich doch beinahe verletzt. Da habe ich jetzt erstmal nichts dagegen, dass er die Granate daneben wirft. Munition selber bezahlen lassen. Wer nicht trifft, kriegt kein Essen mehr. Schön. Wollte ich sie, wo sie so im Flow ist, nochmal probieren lassen. Der ist doch jetzt schon so nah, da kann ich doch mit der Pistole wieder versuchen. Damit kann er doch viel besser zielen. Aber nicht getroffen. Und sie hat halt leider auch überhaupt keine Pistole. Das ist eine unmögliche Ziel. Wieder auf den Kopf schießen. Ich mache Fortschritte. Ich mache Fortschritte. Bravo. Bravo, Flo. Jetzt ist sie Erfahrungsstufe 3. Na, das ist nicht so toll, weil jetzt wird sie halt auch teurer. Aber so eine Profisöldnerin, die ne, so einen Kopfschuss verteilt, ne, da muss man dann auch mal sagen, ja, ist in Ordnung. Da bezahle ich ja gern ein bisschen mehr. Okay, wie viele Gegner haben wir noch? Noch 4. Nur einer lässt sich blicken und dem geht's schon echt nicht mehr besonders. Kugeln, Patronen, Muni.
Meinst du? Jetzt hat er sich hingelegt. Hoffentlich findet jemand den Rest der Feinde, sodass sie kein Gefahr mehr sind für mich. Für uns. Oder für uns. Ja, schön. Okay, dann haben wir jetzt nur noch drei Gegner im Grunde, weil der eine, der jetzt hier kritisch ist, der den hören wir jetzt weiterhin leiden. Und irgendwann wird er umkippen. Wird er mich hier trinken? Okay. Okay. Gut. Hat er nochmal gelitten? Jetzt würde ich sagen, ich steck mal die Nase mit Alex raus. Es gibt Ärger. Ist ja gut. Was ist eigentlich hier? Ach, das ist eine Munition, die ich hier noch aufsammeln wollte. Er rennt weiter weg. Gut, dann kann ich mal eben Schön. Genau, habt ihr vielleicht gehört, Alex hat gerade gesagt, in 12 Minuten müssen wir los. Ach, er kann es jetzt nicht mehr annehmen, weil er nicht genug Aktionspunkte hat. Also die echte Alex hat das gesagt, nicht die in-game Alex. Wir sollten sehr vorsichtig sein. Wahrscheinlich sind sie ganz in der Nähe und warten nur darauf, uns umzunieten. Oh nein, wo ich mich gerade eingelebt habe. Ja, du heilst jetzt einfach mal Alex und Alex wiederum. Richtig aus. Schießt mal auf den. So, jetzt hat sich wieder abgeduckt. -4. Das war jetzt nur die Anzeige. Der hat jetzt nicht 4 Lebenspunkte auf einmal verloren. Das war jetzt nur... Seit ich den das letzte Mal gesehen habe, hat er 4 Lebenspunkte verloren. Das wird dann quasi so aufaddiert. Okay, dann gibst du das wieder zurück. Schiff scheint ja hier noch ein dickeres Medizinpaket zu haben. Ist denn er nicht angezeigt? Wenn ich ihn gerade habe... Wir sollten sehr vorsichtig sein. Wahrscheinlich sind sie ganz in der Nähe und warten nur darauf, uns umzunehmen. So, auch ein Stück weit vorangekommen, würde ich sagen. Den Halbtoten, den würde ich jetzt mal ignorieren. Und ja, da ich ja auch gleich los muss, versuche ich jetzt mal ein bisschen offensiver zu werden und den jetzt zu jagen. Und dann kann man... Es gibt Ärger. Dann kann man sagen, oh, wir waren extrem erfolgreich und ich habe heute in der Stunde 1, 2, 3 Gegner getötet. Also vielleicht, wenn ich den hier noch schaffe. Und ja, dann Haken dran machen. Sozusagen. Okay, geht mal... Hier hinter und ein Stück weit in Deckung. Das war doch schon wieder gefährlich. Aber ich bin gesehen. So. Ist die Colt. Hilft nicht. Mein letztes Stündlein hat geschlagen.
Die Waffe Ladehemmung. Flo sieht ihn nicht. Go with the flow. Der haut mir jetzt hier ab, ne? Liegt der da? Oh. Hier mal. Feind in Sicht. Ah. Ja, jetzt wird's wieder schwieriger. Muss ja eigentlich vor mit ihr, aber sie kann nicht. Sie hat zu wenig Aktionspunkte. Klick mal auf den an. Ach, ach so, ist ja noch die Unterbrechung. Dann könnte ich schon mit ihr vorrennen. Mit Biff auch. Mit Flo hinter den Stein. Ausgezeichnet, Biff. Keine Wunder, dass ich dich, ich meine, die Arbeit mit dir so sehr mag. Genau. Love is in the air. Ja, er hat es geschafft, die verklemmte Waffe zu entklemmen. Nee. Dafür zu weit, vielleicht für die Bio-Wolf. Dafür nicht, okay. Schon heftig. So, und Flo. Oh, Flo sieht ihn auch. Na dann. Gib Feuer. Vielleicht sollte ich mit Flo wieder auf den Kopf zielen. Ja gut. Ich fürchte, ich muss an der Stelle dann eine Unterbrechung einlegen. Schon wieder. Oh, das ist schlecht. Hab ich hier gespeichert an der Stelle? Also. Beziehungsweise. Irgendwann in letzter Zeit. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich nicht. Das heißt, der Speicherstand bis hier ist mal wieder verloren. Ja, ich hocke immer noch da oben. Ach, mein Gott. Ja, wir bleiben bei... Wir haben 3 Gegner getötet. 3? Danke, Tyrawal. Es ist sogar abgebildet. Es funktioniert wieder. Ich weiß nicht, warum es beim letzten Mal nicht funktioniert hat. Dass das angezeigt wurde, wenn man irgendwie neue Aktionen passiert sind. Aber... Ja, es wird wieder angezeigt und oben haben sich auch der Follower wieder geändert, auf den neuesten, der dazu kam. Ja, also danke schon mal dir auch noch für dein Follow, Boffi, und danke Tyrawal für die 42 Bits. Und mal gucken, ich weiß gar nicht, wer mit heute Abend mit ins Bett bringen dran ist, aber ich glaube, ich bin dran, das heißt heute Abend. Kann ich das leider nicht fortsetzen. Ja.
Wir arbeiten weiter dran, den Sektor einzunehmen. Tyrawal. Alle anderen, die dabei waren, stumm zugesehen haben, vielen Dank euch fürs Zuschauen. Alex hat eine kleine Verletzung davon getragen. Ansonsten haben wir noch drei realistische Gegner. Und die gilt es beim nächsten Mal zu erledigen. Im zweiten Teil sozusagen dieser Reload-Show. Okay, na dann euch einen schönen Nachmittag und einen schönen Abend und noch ein schönes Wochenende. Ist ja morgen auch nochmal Zeit. Mal gucken, vielleicht kann ich ja morgen irgendwann nochmal fortsetzen. Okay. Dann mache ich mal hier aus. Und schau nochmal, ob man noch wohin raiden kann. Zu wem? Ich hoffe, es ist einfach. Ich kann jetzt einfach auf Kanal Raiden klicken und irgendjemand. Kanäle, den du folgst. Lea. Okay, es ist nicht einfach. Es ist niemand da. Schaue ich mal in den Kategorien. Es gibt Leute, die spielen Black Mesa. Es spielt. Ja, ich spiele. Gut. Ja, es spielt jemand Jagged Alliance 2. Ich. Es spielt jemand Portal. Oder auch nicht. Portal 2. Schon, aber. Richtig. Sehe ich es nicht. Aber vielleicht. Ja. Sagen wir, ich würd vermuten, das ist ein. Yes. Ja. Ihr habt es schon gehört. Es ist ein englischsprachiger Streamer. Es ist Mr. Teaspoons. Und der spielt Portal 2. Und ich würde sagen, wir raiden mal zu ihm und dann könnt ihr gerne da noch ein bisschen Portal gucken und mal Hallo sagen von mir. Na toll, Copy-Paste funktioniert nicht. Okay, der hat im Moment nur einen Zuschauer, freut sich bestimmt über ein paar mehr. Also, wenn ihr noch ein bisschen Portal schauen wollt und dem Englischen ein bisschen mächtig seid, dann sagt doch gerne mal Hallo und schaut gerne noch ein bisschen zu. Ansonsten jetzt noch ein schönes Wochenende und vielleicht dann nochmal am Wochenende. Mal gucken. Danke euch. Ciao.